Herzlich willkommen hier zu diesem Gespräch 10 Jahre Jugendaktiv Plus, Wege in die Zukunft, Rückblick, Bestandsaufnahme und Ausblick. Und ich freue mich sehr auf eine gute Stunde Gespräch mit Ihnen und möchte Sie gerne vorstellen nach einer Logik, die nicht nach den Arbeitsbereichen orientiert ist, sondern nach einer chronologischen Logik. Es gibt drei Menschen hier in der Runde, die vor 10 Jahren Jugendaktiv Plus mit auf den Weg gebracht haben, inzwischen aber an anderen Stellen sind, also gar nicht mehr direkt mit Jugendaktiv Plus hier in Hamburg befasst sind und ich sag mal trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen hier sind. Herzlich willkommen, Gabi Spieker. Sie waren damals Abteilungsleiterin, genau, gerne. Sie waren damals Abteilungsleiterin in der Abteilung Gestaltung der Jugendhilfe in der BASFI im Amt für Familie. Herzlich willkommen auch an Peter Gotzkoller-Lüdemann, ehemals Projektleiter der Jugendberufsagentur Hamburg. Das Zusammenspiel war schon mehrfach Thema hier. Jetzt sind Sie für die Bundesagentur für Arbeit in der Regionaldirektion Nord in Kiel. Herzlich willkommen. Und auch zu denen, die damals dabei waren, aber heute an anderer Stelle tätig, Hans-Jörg Diers, damals im Bezirk Mitte im Jugendamt tätig, später auch in der BASFI und jetzt Koordination Jugendberufsagentur in Lübeck. Herzlich willkommen. Dann gibt es Menschen, Sie erinnern sich an den langen Balken, wie lange kennen Sie Jugendaktiv Plus, von Anfang an und immer noch dabei. Das ist meine nächste Kategorie hier. Margit Heidmann, Sie sind in der Sozialbehörde, sind Fachreferentin im Amt für Arbeit und Integration und auch ESF zuständig, so will ich es jetzt mal nennen. Herzlich willkommen, also von Anfang an und immer noch dabei. Claudia Höck-Scharenberg, Bezirksamt Wandsbek, Jugendamt und ganz speziell Netzwerkmanagement in Stalzhoop. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Und schließlich von Anfang an und immer noch dabei Susanne Heuer bei Gangway, Bereichsleitung für ambulante und sozialräumliche Hilfen und damit ganz konkret und praktische Mitarbeiterin Jugendaktiv Plus. Herzlich willkommen. Und dann gibt es Menschen, die irgendwann im Lauf dieser 10 Jahre eine bestimmte Funktion übernommen haben und in dieser Funktion mit Jugendaktiv Plus zu tun bekommen haben. Herzlich willkommen, Frau Bion. Sie sind Koordinatorin der Jugendberufsagentur Hamburg seit 2015. Also Sie kennen Jugendaktiv Plus in dieser Funktion jetzt schon 6 Jahre. Herzlich willkommen. Und Dr. Lars Schulhoff, Abteilungsleiter Gestaltung der Jugendhilfe, also quasi die Nachfolge von Frau Spieker im Amt für Familie seit 2019. Also was den Blick auf Jugendaktiv Plus angeht, in dieser Runde mit dem frischesten Blick. Wir sind gespannt, was das heißt. Herzlich willkommen. Wir haben am Anfang schon ein bisschen aus der Geschichte gehört. Sigi Ritz hat erzählt, wie hat es angefangen, was waren die Stufen. Aber Geschichten, das wissen wir, sind ja immer sehr subjektiv und Erinnerungen. Und was war am Anfang wichtig? Und manchmal ist es gut, sich daran zu erinnern, was war eigentlich die Idee? Was hat uns dazu gebracht, dieses Projekt auf den Weg zu bringen? Und deswegen würde ich gerne anfangen mit denjenigen, mit den dreien, die ganz am Anfang dabei waren, aber jetzt heute schon an anderen Orten in ihrem Leben. Was waren Ihre Absichten mit der Gründung, mit dem Aufbau von Jugendaktiv Plus? Was waren die Ideen? Was waren auch die Hoffnungen? Was wollten Sie gerne auf den Weg bringen? Frau Spieker, ich würde gerne mal mit Ihnen anfangen. Perspektive, damals BASFI. Was hat dazu geführt, dass die BASFI gesagt hat, ja, das machen wir? Ja, das mache ich gern, bin ich zu hören. Gut. Ja, mein Blick ist der Blick aus der Jugendhilfe, also aus einem der beiden Systeme, die sich dann irgendwann
wunderbar zusammengefunden haben, aber doch ein bisschen Zeit dazu gebraucht haben. Und ich glaube, was uns zu Anfang ausgezeichnet hat, war, dass wir uns erlaubt haben, den reinen Jugendhilfeblick auf dieses Projekt zu haben. Wir haben noch gar nicht antizipiert, dass wir uns werden austauschen müssen mit einem anderen System. Das war zwar klar, dass wir das tun müssen, aber im Detail konnten wir uns das gar nicht richtig vorstellen. Wir hatten in der Jugendhilfe immer wieder Berichte aus den Bezirksämtern vor allen Dingen gehört, wo uns dann gesagt wurde, dass es sehr viele junge Leute gibt, die nicht mehr im Schulsystem sind, aber auch noch nicht im System der Arbeitsverwaltung im weitesten Sinne. Und diese jungen Leute begegnen einem in der Jugendhilfe ja immer wieder. Also vor allen Dingen auch in den Hilfen zur Erziehung. Das war ein Bereich, der mit in die Zuständigkeit der Abteilung fiel, die ich damals geleistet habe. Wir haben uns Biografien angeguckt von diesen jungen Leuten und wir haben mit ganz vielen Akteuren aus den Bezirksämtern gesprochen und die haben uns gesagt, ja, ja, das ist eine relevante Größenordnung. Das sind nicht etwa 2, 3, 4 Einzelfälle von jungen Leuten, die es gerade mal nicht geschafft haben. Mhm. Und diese Berichte sind immer wieder bei uns angekommen und wir haben uns auch ohnehin damals vorgenommen gehabt, zu gucken, welche Handlungsbedarfe es in der Jugendhilfe gibt und das nicht nur aus der behördlichen Perspektive, sondern aus der Sicht derjenigen, die mit den jungen Leuten arbeiten. Also dieses Thema nicht mehr in der Schule, noch nicht im System der Berufsausbildung, hat uns dazu gebracht zu sagen, dass wir diese institutionelle Lücke schließen müssen. Das war unser Ziel. Ich könnte jetzt sehr lange ausholen, soll ich das mal lieber ein bisschen kürzer machen? Ja. Gut, dann mache ich das kürzer. Also institutionelle Lücke wollten wir schließen und uns war klar, dass wir uns ganz besonders verantwortlich fühlen für diejenigen jungen Leute, die es beim ersten Anlauf vielleicht nicht unbedingt schaffen und für die es mehrere Anläufe geben muss. Und das waren die beiden Merkmale, die beiden Systeme verbinden und ausdrücklich für eine Zielgruppe, die besondere Unterstützung dabei braucht. Ja, danke schön, Frau Spieker. Herr Gutzkühler-Lüdemann, Sie vertreten oder vertraten in der Zeit die andere Perspektive, das andere System. Was hat Sie bewogen, das Ganze auf den Weg zu bringen? So, wenn ich an die Zeit vor 10 Jahren denke, war meine Funktion, ich hatte die Leitung der Berufsberatung in Hamburg inne für die Agentur für Arbeit Hamburg und war in der Eigenschaft Mitglied in einer Projektgruppe. Und diese Projektgruppe hat sich mit dem regionalen Übergangsmanagement beschäftigt, auch ein ESF-Projekt unter dem Titel CORA. CORA stand für Kooperation der regionalen Akteure. Da habe ich Frau Rosenbusch beispielsweise kennengelernt, Frau Lill aus dem Bezirksamt Mitte. Und es ging darum, eben die vielen Angebote und die vielen Maßnahmen in den Blick zu nehmen. Und ich habe hier eine Präsentation, die ist eben 10 Jahre alt und wir haben da eine Bestandsaufnahme gemacht vor 10 Jahren und da möchte ich 3 Punkte aus dieser Bestandsaufnahme zitieren. Und zwar, große Heterogenität der Angebote sowie umfangreiches Maßnahmenangebot und hohes Engagement der Akteure. Fehlender Überblick, Unübersichtlichkeit der Angebote sowie, bezogen auf besondere Zielgruppen, das Fehlen von Anlauf- und Koordinierungsstellen, die den Überblick verschaffen könnten. Hoher Grad an Vernetzung sowie vielfältige Kooperationsbeziehungen, aber die Verknüpfung unter den Akteuren ist noch nicht systematisiert. Man könnte das zusammenfassen, wir brauchen eine Jugendberufsagentur in Hamburg, aber wir haben natürlich schon die Idee gehabt, dass wir mit einer KOM-Struktur, also wenn wir alle, wie wir sozusagen als letztendlich staatliche Institution, wenn wir schreien, ey, komm mal her, wir haben was für euch, dass nicht alle kommen werden, dass wir eben ein niedrigschwelliges Angebot brauchen, dass wir eine G-Struktur brauchen, dass wir eben so ein Angebot wie Jugendaktiv Plus brauchen, denn einige junge Menschen werden eben eine, ich nenne das so, wärmende Hand im Rücken brauchen, die sie in die Regelsysteme begleitet. Und das war für mich so die Initialzündung, letztendlich ja die Sinnstiftung, wir hören da eine Anlaufstelle, fehlende Verknüpfung der vielen Akteure und dann auch viele auch, ich sag mal,
auch Bekundungen der Beraterinnen und Berater, dass sie häufig das Gefühl haben, okay, wenn es um bestimmte Problemlagen geht, dann sind sie mit ihrem Latein am Ende und haben praktisch hunderte von Möglichkeiten, wo schicke ich sozusagen den jungen Menschen weiter. Und immer die Sorge, wenn sich die Spur dann verliert. Also das war sozusagen die Geburtsstunde, wenn man so will, aus meiner Sicht der Kooperation, die ja, bis heute Gott sei Dank andauert. Also die warme Hand im Rücken zu organisieren und den Blick von oben, den Überblick, das finde ich beides ganz schöne Bilder. Herr Dirs, Sie waren im Bezirk Mitte und wir haben gerade schon gehört, im Bezirk Mitte hat es dann eigentlich auch angefangen mit Wilhelmsburg. Was hat Sie bewogen, das Ganze mit voranzutreiben? Also das Projekt Cora hatte ich ehrlich gesagt schon wieder vergessen. Aber das war tatsächlich ein Ansatzpunkt und dann in dem im gleichen Zeitraum ist dann ja auch sozusagen die Ansage gekommen, gründet jetzt mal die Jugendberufsagentur in Hamburg. Und wir hatten uns vorher schon überlegt, was war denn eigentlich eher da, Jugendaktiv Plus oder die Jugendberufsagentur? Scheinbar Jugendaktiv Plus, wow. Genau. Herzlichen Glückwunsch. Genau. Aber ich glaube, die Dinge haben sich sozusagen Hand in Hand entwickelt und wir im Bezirk Mitte hatten natürlich durch die Größe auch des Bezirkes und die wir sind ja seinerzeit Wilhelmsburg dazugekommen räumlich und dort war ein sehr ein gut vernetztes System bereits an Projekten, die zusammengearbeitet haben, an Trägern, die wir da sozusagen da auch versucht haben zusammenzuführen. Die haben auch bei Cora schon mitgewirkt. Das habe ich jetzt echt erst wieder mir wieder eingefallen Und wir, also der Hintergrund war auch, dass wir auch noch andere ESF-Projekte in Hamburg-Mitte durchgeführt haben, Stärken vor Ort, Xenos, Integration und Vielfalt, Kompetenzagenturen, die ja sozusagen von Bundesseite aus die Jugendsozialarbeit in Deutschland weiter am Leben gehalten haben. So muss man das ja formulieren. Wir haben ja sozusagen historisch die Situation gehabt, dass die Jugendsozialarbeit deutlich reduziert worden ist, insbesondere dadurch, dass durch die Hartz-Gesetze seinerzeit eben das Jobcenter diese Aufgaben im Wesentlichen übernommen hat. Ich bin ja jetzt in meiner Zeit in Lübeck sozusagen, habe ich die gleiche Geschichte nochmal durchgemacht. Also wir haben da auch 4 Jahre gebraucht, um die Jugendberufsagentur auf die Beine zu stellen. Und wir haben auch da festgestellt, ja, es gibt eigentlich gar keine Ansätze von Jugendsozialarbeit. Wir haben da bei uns in Lübeck die Situation, dass wir so ein flankierendes Projekt wie Jugendaktiv Plus nicht haben, aber wir haben eine gute öffentliche Personalausstattung in der Jugendberufsagentur, sodass wir, wenn man Lübeck so mit den Hamburger Bezirken vergleicht, wäre das so in der Größenordnung ungefähr ein Bezirk, dass wir mit den Mitarbeitern in der Jugendberufsagentur, die von Seiten der Jugendhilfe dort unterwegs sind, eigentlich einen Teil dieser Dinge, die hier Jugendaktiv Plus machen, zumindest einen Teil, auch abdecken können. Okay, so, und das nimmt alles immer sehr unterschiedliche Wege, aber es wiederholt sich auch vieles sehr. Ja. Mhm. Und ich glaube nicht, dass es seinerzeit ein Paradigmenwechsel war, sondern es war sozusagen wieder ein Wiederbeleben einer Arbeitsform, nämlich § 13 Jugendsozialarbeit, was lange brach lag. Okay, ich glaube, wir kommen auf das Thema der Schnittstellen und der verschiedenen Systeme noch zu sprechen. Frau Heidmann, Frau Höck-Scharenberg und Frau Heuer, Sie drei waren ja auch von Anfang an dabei. Gibt es aus Ihrer Sicht noch Ergänzungen zu diesen Anfangsabsichten? Und vielleicht ergänzen Sie das gerne auch schon mit dem, wie hat sich das Projekt dann entwickelt? Sie sind die ganze Zeit über dabei. Wie würden Sie aus Ihrer Perspektive die Entwicklungsgeschichte beschreiben? Sind diese Hoffnungen erfüllt worden? Und ich würde gerne, Frau Heidmann, Ihnen da mal das erste Wort geben, weil Sie ja den Blick auf den Arbeitsmarkt hatten und die Frage von ESF-Förderung. Mit welchen Hoffnungen sind Sie in das Projekt gestartet und was würden Sie sagen über die 10-jährige Geschichte? Also ich würde eher sagen, ich bin mit einer gewissen Skepsis gestartet. Es ist ja so gewesen, wir haben mindestens 2 Jahre lang die Einführung der Jugendberufsagentur vorbereitet. Also der Hamburger Rechnungshof ist ja zu Ergebnissen gekommen, wie Sie sie auch dargestellt haben. Unglaublich viel Geld wurde eingesetzt, aber niemand hatte den Überblick. Mhm. Es gab punktuelle Zusammenarbeit, aber keine wirklich zielgerichtete. Und daraus sollten wir federführend dann eine Idee für die Einführung einer Hamburger Jugendberufsagentur entwickeln. Und 2011 ist es dann ja glücklich zusammengekommen. Es gab
einen Regierungswechsel und mit Herrn Scholz denjenigen, der gesagt hat, das wird jetzt gemacht. Und es gab gleichzeitig ja auf Bundesebene diese Arbeitsbündnisse Jugend und Beruf, sodass der Leiter der Agentur für Arbeit Hamburg eben auch gesagt hat, wir wollen das jetzt unbedingt. So, damit waren die Türen wirklich weit offen und wir haben einfach gemerkt, und dann treffen wir uns, glaube ich, alle wieder, dass es ganz, ganz viele junge Menschen gibt, von denen man nicht weiß, wo sie landen, wenn sie die Schule verlassen haben. Erstmal sehr technisch gesehen, das waren ja viele tausend. Und sind dann auch, weil die Jugendhilfe in den Gesprächen, Gott sei Dank, beteiligt waren, darauf gekommen, dass nicht alle einfach so ohne unsere Unterstützung eine Ausbildung zum Beispiel finden oder ein Studium anfangen, sondern dass es da auch wirklich welche gibt, die gehen verloren und Jahre später melden die sich vielleicht. Da ist nicht nur Zeit vergangen, sondern vielen fällt es dann auch unheimlich schwer, sich überhaupt noch auf eine berufliche Zukunft zu konzentrieren. Und dann kam aus unserer Sicht der Kollege aus dem Amt für Familie mit der Idee, flächendeckend möglichst in ganz Hamburg ein System aufzubauen, was sowieso schon Kontakt zu diesen jungen Leuten hat, was nach Prinzipien arbeitet, die bei den anderen Partnern der Jugendberufsagentur nicht unbedingt vorhanden waren, nämlich Freiwilligkeit der Teilnahme, Unterbrechung auch gerne über einen langen Zeitraum. Und diese Jugendlichen aus unserer Sicht einzuhängen in das System der Hamburger Jugendberufsagentur, was denn das Regelsystem in Hamburg werden sollte. Und was ist aus Ihrer Skepsis geworden? Ich bin begeistert. Also es ist tatsächlich so, ich glaube, insgesamt wurde da sehr, sehr viel Vertrauen aufgebaut, weil man musste sich erstmal gegenseitig daran gewöhnen, dass die Sicht auf die Jugendlichen und bestimmte Sachverhalte ganz, ganz unterschiedlich ist, dass es sehr erfolgreich sein kann, wenn man auf freiwillige Teilnahme bauen kann und dass, wie es ja auch hier mehrfach schon betont wurde, dass das zu riesigen Erfolgen führt. Also selbst wenn wir immer noch an einigen Problemen sehr stark zu arbeiten haben, wie zum Beispiel der Wohnungslosigkeit, das Problem hat sich ja eher verschärft als verbessert. Aber ich glaube, da ist eine wirklich gute Basis geschaffen worden. Okay, und wie ist das gelungen, dass dieses Vertrauen entstanden ist? Es ist ja immer schön zu sagen, oh ja Mensch, ein Projekt ist gelungen, toll, dass es läuft. Spannend wird, wenn wir nochmal fragen, wie ist das eigentlich, wie konnte das passieren, wenn zum Beispiel sowas wie Freiwilligkeit in dem einen System ein eher fremder Zugang war? Also ich glaube, das ist da tatsächlich passiert durch den fachlichen Austausch auf allen Ebenen. Also es hat bei Beratungsfachkräften der Jugendberufsagentur ist das zum Teil sehr gut angekommen, wenn Träger ihre Jugendlichen begleitet haben. Und wenn man dann im gemeinsamen oder im Gespräch zu dritt festgestellt hat, dass es da die Front nicht gibt, sondern den gemeinsamen Willen, Perspektiven für die Jugendlichen und mit den Jugendlichen zu entwickeln. Also es ist ja zum Beispiel auch dann relativ früh verabredet worden, dass die Kollegen vom Jobcenter Jugendliche bis zu 3 Monaten in Ruhe lassen, wenn sie von Jugendaktiv Plus unterstützt werden. Es gibt natürlich, man spürt förmlich, wie die dann da gesessen haben und gedacht haben, oh, 3 Monate. Es ist natürlich auch völlig klar, dass auf der Seite des Jobcenters nicht das reine Böse sitzt, sondern dass die sind natürlich auch alle verpflichtet, so zu arbeiten, wie es ihnen gesetzlich vorgegeben wird. Und viele haben in informellen Gesprächen auch gesagt, sie sind froh, dass es sowas wie Jugendaktiv Plus gibt. Da kann man dem Jugendlichen sagen, geh dahin, da wird dir geholfen. Und solange stellt man seine eigenen Bemühungen ein. Okay, also auch ein Verständnis für die Logiken des jeweils anderen Systems. Und auch wirklich eine Erleichterung darüber, dass es auf einmal Maßnahmen gibt, die vielleicht nicht zum eigenen Rechtskreis gehören, die man aber sehr gut nutzen kann. Ja, okay, danke schön. Frau Höck-Scharenberg, Sie haben den Blick auf den Sozialraum, das hatten Sie heute Morgen, als wir uns kurz kennengelernt haben, schon mal gesagt, Netzwerkmanagement und Sie sind in Stalzhoop und da auch schon sehr lange. Was waren Ihre Anfangshoffnungen und wie schauen Sie auf diese 10 Jahre Jugendaktiv Plus? Der Anfang war überraschend. Es war so, dass wir viel beschäftigt waren. Damals fingen ja viele SAJF-Projekte an, da waren wir direkt in Planungsprozessen, Bedarfsklärung. Dass Jugendaktiv dann dazu kam, war, wie Frau Rietz vorhin schon sagte, ein Glücksfall. Ist es bis heute geblieben? Ich glaube, ich sitze hier heute auch
als Mikrokosmos Steilshoop, Paradebeispiel. Dies ist ein Stadtteil, der, wie alle wissen, ja total eng komprimiert ist und eine sehr lange Tradition hat, sozialräumlich zu arbeiten. Und so war es, dass Jugendaktiv Plus, also idealtypisch, bei uns aufsetzte, genau zum richtigen Zeitpunkt. Und auch was Besonderes war, also wenn wir jetzt die Schnittstelle, die ich ja auch vertrete, ASD und Sozialraum anschauen, dann war es so, dass gerade die Jungerwachsenen im ASD schlecht versorgt wurden. Definitiv, es war so, dass ab der Altersgrenze Erwachsenwerden eigentlich gesagt wurde, also wenn du jetzt hier nicht einen pädagogischen Hilfebedarf hast, dann sind wir hier nicht die Richtigen. Mhm. Und die Richtigen, die gab es halt gar nicht. Das, wie gesagt, ist jugendaktiv geworden und die gute Nachricht ist auch, dass wir in diesem Prozess miteinander gelernt haben, dass die Schnittstellen jetzt beweglich geworden sind, weil der ASD ist ja auch in einem wirklichen sozialräumlichen Prozess unterwegs und das auch schon lange. Und jetzt geht es so, dass man eben durch lange gute Beziehungen auch anrufen kann, jugendaktiv kann im ASD anrufen und sagen, wir haben hier einen Jugendlichen und der hat einen pädagogischen Bedarf. Und das wird einfach gehört. Hier ist jetzt gute Kooperation. Umgekehrt ist es so, der ASD ist entlastet worden, denn niemand war glücklich im ASD irgendwie Jugendliche abzuweisen. Mhm. Es ist sozusagen ein ganz, ganz reger Austausch. Man kann hier nichts richtig hinzufügen. Ich finde, in der Anfangsrunde sind eigentlich alle guten Gründe schon gesagt worden. Mhm. Wir reden hier über ein Erfolgsprojekt. Okay, wir kommen nachher noch, ob man, genau, das ist ein Applaus wert. Ja, wir haben uns im Grunde in dieser Anfangsrunde ein bisschen von den Funktionsstellen auf der Metaebene jetzt vorgearbeitet in die ganz konkrete, zu der ganz konkreten Arbeit mit Jugendlichen und jungen Menschen. Frau Heuer, Sie sind auch von Anfang an dabei gewesen, kennen die konkrete Arbeit mit jungen Menschen. Haben Sie das von Anfang an sich so vorgestellt? So, ist das sozusagen Ihre Vision gewesen? So, das bräuchten wir und ist es das dann auch geworden? Also ich muss nochmal klarstellen, ich bin nicht konkret in der Arbeit, sondern ich bin ja immer auf der Projektleitungsebene gewesen und in der Konzeptentwicklung. Ich hatte einen anderen Fokus am Anfang, weil meine Vorrednerin hatte schon gesagt, also ich war mehr so fokussiert auf dieses, was heute ja die SAJF-Projekte, damals hieß das Neue Hilfen, als es 2010 an den Start kam, das Programm. Und wir hatten bereits ein niedrigschwelliges Angebot für die Zielgruppe junge Erwachsene im Bezirk Hamburg-Nord. Und ich sah da so ein bisschen meine Chance, diese Geschichte, die ich da schon sozusagen erfolgreich eingeführt war, auch anderswo, nämlich in Wilhelmsburg zu platzieren, wo wir als Träger auch sehr breit aufgestellt waren zu der Zeit schon. Das ist ja unsere Homebase sozusagen, ne, Wilhelmsburg. So, und ich bin dann habe dann Herrn Klaus in der Regionalleitung damals angesprochen, habe gesagt, hier, ich habe eine gute Idee, ne, können wir das da irgendwie platzieren? Und er sagte dann, ja, warte mal kurz, ich habe möglicherweise auch eine Idee, wie wir das finanzieren können. Wärt ihr bereit, das auch als Trägerkooperation hier vor Ort? Und das Trägerkooperation entspricht unserer Trägerhaltung sowieso. Also wir hatten auch damals schon enge Kooperation mit anderen Trägern und gesagt, ja, ne, ist eine gute Idee, machen wir. Und war dann gespannt, mit welcher Art von Finanzierungskonzept er um die Ecke kommt. Und dann kamen so diese Anfangsgeschichten, ja, ESF-Finanzierung. Und wir lernten die Kollegin von der Lawitz-Stiftung kennen und Lutz Kretschmer und hatten dann irgendwie wilde Diskussionen, wie das gehen könnte, und ich war an der Stelle dann eher so ein bisschen skeptisch, weil ich gemerkt habe, mit der ESF-Geschichte kommt da auch ein ganz schönes Bürokratiemonster auf mich zu, und ich musste ein bisschen meine Geschäftsführung auch davon überzeugen, die nicht so begeistert war von dem Verwaltungsaufwand, der sich dahinter verbarg. Ich hatte mir das ein bisschen auch an der Stelle ein bisschen niedrigschwelliger gewünscht und vorgestellt, bis heute, muss ich ehrlich gestehen. Wie das ja auch meine Vorrednerin schon angesprochen hat, also es ist natürlich tatsächlich auch in gewisser Weise ein Glücksfall, weil dadurch ja Hamburg zusätzliche Mittel generieren konnte und möglicherweise ohne diesen Finanzierungskanal wir gar nicht hier sitzen würden nach 10 Jahren. So, ne? Also ja. Da bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen zwischen, um Himmels Willen jetzt schon wieder diese ganzen formalen Auflagen zu erfüllen und gleichzeitig auch so einer gewissen Dankbarkeit darüber, doch relativ gut finanziell ausgestattet zu sein und auch relativ flexibel vor Ort agieren zu können in dem Projekt.
Genau, und mein Fokus war, also auch da kann ich anknüpfen, mein Fokus war die Zielgruppe. Also wir kommen ja aus der Ecke Hilfen zur Erziehung als Träger. Mittlerweile sind wir relativ breit aufgestellt in der Jugendhilfe, aber das ist so ja auch so der unsere Herkunft. Und auch da war das eine Zeit, in der die Zielgruppe junge Erwachsene oder junge Volljährige, junge Erwachsene in meiner so ein Schattendasein führte. Also es lief alles so ein bisschen darauf hinaus, mit 18 ne, möglichst aus der Jugendhilfe raus. Die zweite Bruchkante, sage ich jetzt mal, ist es ja immer noch in vielen Bereichen, ist dann das 21. Lebensjahr. Und diejenigen, die aber einfach ein anderes Tempo haben und mehr Unterstützung brauchen, fallen dann hinten runter, wenn sie nicht sozusagen so massiv Schwierigkeiten haben, dass man in die Eingliederungshilfe dann überleitet. Und das ist ja jetzt gerade auch, was die Zielgruppe von Jugendaktiv Plus angeht, auch, ja, die sitzen so ein bisschen zwischen den Stühlen, also die sind irgendwie zu gut für die Eingliederungshilfe, aber irgendwie auch nicht fit genug aufgrund der Lebensumstände und mit wenig Unterstützung im Hintergrund, sind sie dann ganz oft eben nicht fit genug oder nicht in der Lage, diese Herausforderungen alleine zu bewältigen. Und mir ging es auch in der Anfangszeit schon sehr stark um dieser Zielgruppe irgendwie ein Angebot machen zu können. Das ist ja dann auch in der Globalrichtlinie der SAA-Projekte dann auch aufgenommen worden, weil dieser Übergang sozusagen vom Jugendlichen ins Erwachsenenalter dann tatsächlich auch als schwierige Phase oder schwierige oder besonders auch krisenbehaftete Lebensphase nochmal aufgewertet worden ist sozusagen oder in den Blick gekommen ist. Ne? Und von daher bin ich sehr froh, dass wir mit Jugendaktiv Plus sozusagen genau an der Stelle ein Angebot haben. Die Vorzüge sind, wie gesagt, ja bereits schon genannt worden. Genau, das war sozusagen meine Anfangsmotivation und ist es bis heute geblieben. Ja, also auch da sozusagen eine Lücke im System, auf eine Lücke im System reagieren zu können, was diese Altersspanne angeht und diese speziellen Bedarfe. Und auch den Jugendhilfeansatz. Ne? Also wie gesagt, das klingt jetzt so schön nach 10 Jahren. Ich erinnere mich, dass das immer und eine sehr breite Diskussion war, den Jugendhilfe, also die Haltung der Jugendhilfe, so vom Individuum aus gesehen und auch Jugendliche auf Augenhöhe zu sehen und die Freiwilligkeit und Niedrigschwelligkeit, das war schon und ist zum Teil ja immer noch eine große Diskussion, die Jugendhilfehaltung auf die Augenhöhe zu holen. Ne? So. Mhm. Und das war am Anfang nicht so einfach, wie das jetzt im Nachhinein klingt, aber das haben ja auch einige Vorredner schon benannt. Okay, gut, wenn man Geschichte noch mal nachvollziehen kann, gut in Organisationen, aber auch in solchen komplexen Gebilden wie Jugendaktiv Plus, ist es immer auch, wenn noch Menschen neu dazukommen. Die sehen nämlich Dinge, die man vielleicht nicht mehr sieht, wenn man schon von Anfang an dabei ist. Frau Billon, Sie sind seit 2015 in der Koordination der Jugendberufsagentur, Sie seit 2019 dort. Was ist Ihnen beiden aufgefallen, als Sie Jugendaktiv Plus kennengelernt haben? Was hat Sie vielleicht auch schnell überzeugt oder langsam überzeugt, aber vielleicht auch, worüber sind Sie gestolpert? Wo haben Sie sich gewundert und gedacht, was machen die denn da? Ja, also ich selber bin ja eigentlich auch schon vorher dabei gewesen, nur in anderer Funktion. Das heißt, ich bin seit 2013 Teamleiterin in der Berufsberatung gewesen und habe dort da maßgeblich mit die Standorte Wandsbek und Bergedorf mit allen anderen Rechtskreisen natürlich vor Ort eröffnet. Also von daher kenne ich da aus dem operativen Bereich da natürlich auch schon die Schnittstelle, die gute Kooperation seit Beginn an mit dem Projekt Jugendaktiv Plus. Ich bin erstmal froh, dass ich heute hier als Stimme der JBA sitzen darf und im Prinzip ja, die JBA mit über 460 Kolleginnen und Kollegen in 7 Standorten nicht vertreten darf, aber so ein bisschen ja, die Erfahrung und ein bisschen Ausschnitte aus der Zusammenarbeit geben darf mit Jugendaktiv Plus. Es ist so, dass wir in den Standorten ja operativ die Arbeitsagentur, das Jobcenter, die Kolleginnen und Kollegen von der Schulbehörde und vom Bezirk haben, neben dem Partner Sozialbehörde natürlich noch. Und ich habe im Vorfeld natürlich auch nochmal ja, nachgefragt, wie da einfach auch die Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Jugendaktiv Plus, mit den Projektträgern vor Ort sind. Und es ist wirklich ausschließlich positiv. Insbesondere, und wir
wollen ja auch immer aus Sicht der Jugendlichen alles betrachten, dass wir sozusagen von Beginn an eigentlich diese beidseitige Überstellung hatten, dass sowohl Jugendliche, die als ersten Anlaufpunkt in der JBA, in einem der Standorte, ihr Anliegen vortragen und wo dann im Nachhinein im Rahmen der Anliegensklärung einfach auch feststeht, dass die Ressourcen oder das zusätzliche Unterstützungsbedarf einfach erforderlich ist, um diesen Jugendlichen auch noch besser und intensiver begleiten zu können, dass sozusagen dann eine Überstellung auch an das Projekt erfolgt, aber genau auch, wie wir es auch im Film gehört haben, andersherum, die Jugendlichen, die dann den ersten Weg zu einem Träger von Jugendaktiv Plus finden, dann aber auch wieder in das System der Jugendberufsagentur gebracht werden. Und ich glaube, das ist der ganz, ganz große Mehrwert, dass wir uns da auch gegenseitig unterstützen, immer aus Sichtweise der Jugendlichen auch. Und also die Erfahrungen sind wirklich in allen Bezirken in der Zusammenarbeit mit allen Trägern ausschließlich positiv. Es sind ja diese unkomplizierten, unbürokratischen, schnellen Überstellungen. Und das ist halt gerade das, was Jugendaktiv Plus ja auch ausmacht, dass da einfach schnell auch die Jugendlichen die Unterstützungsleistung erfahren können und immer auch die im Hinblick auf eine gute Kooperation zu allen Themen eigentlich. Und das ist ja das, was wir als Jugendagentur, als Jugendberufsagentur auch brauchen, um einfach auch den Jugendlichen bestmöglich Hilfe und Unterstützung anbieten zu können. Genau, das ist jetzt sehr übereinstimmend, glaube ich, sozusagen das Zusammenspiel zwischen Jugendberufsagentur und Jugendaktiv Plus. Herr Schulhoff, wie ging es Ihnen, als Sie Jugendaktiv Plus kennengelernt haben? Was fanden Sie schnell einleuchtend, aber gab es auch Fragen? Ja, also ich bin tatsächlich einer derjenigen, die angekreuzt haben, seit 2 Jahren kenne ich Jugendaktiv Plus. Ich muss ganz ehrlich gestehen, und Sie haben mir die Frage gestellt, werde ich sie auch ehrlich beantworten, so viele Berührungspunkte mit Jugendaktiv Plus habe ich gar nicht in meinem täglichen Erleben. Das mag auch ein bisschen an Corona liegen, dass ich nicht die Möglichkeit hatte, auch in die Bezirke zu gehen, so wie ich es eigentlich wollte. Nach einem halben Jahr, als ich dann da war, war sozusagen der Lockdown. Es ist aber so, ich sage mal, wenn ich jetzt den persönlichen Blick, nachdem Sie mich ja gefragt haben, habe und auch davon erzähle, dann kommt ja, jeder bringt ja seine Vita mit. Ich war lange Zeit im Arbeitsmarkt, lange Zeit bei der Bundesagentur für Arbeit, ich war auch lange Zeit im ESF oder ja, zumindest einige Jahre im ESF, so lange wie in der BA nicht. Aber insgesamt muss man sagen, wenn ich auf die Jugendhilfe, die ich ja dann sozusagen im Laufe meines Berufslebens dann gekommen bin, schaue und dann mir das Projekt Jugendaktiv Plus anschaue, dann halte ich das für ja völlig normal. Also wenn es noch nicht gäbe, dann müssten wir dringend darüber reden, dass wir das sozusagen auflegen. Denn Jugendhilfe als solches, ich sage mal immer so als solitäre, als Rechtssystem und sich um Jugendliche in Fragen von Erziehungshilfen oder Kinderschutz zu kümmern, kann ja nicht mit 18 enden. Also das kann nicht gedacht werden. Und die Berührungspunkte, die ich jetzt in den letzten 2 Jahren hatte, war die Fragestellung, neue ESF-Förderperiode und wollen wir weiter fördern sozusagen geben, befürworten wir aus der Sicht des Amtes für Familie auch weiterhin dann entsprechenden Anteil beizutragen? Ja, natürlich. Aber auch gleichzeitig in der Fragestellung, mit der Vorverlegung der Altersgrenze, also diese schon frühzeitig darüber nachzudenken, was passiert eigentlich mit den jungen Menschen. Und wir sind jetzt so bei 16 Jahren, aber eigentlich, wenn wir in der Jugendhilfe über Verselbstständigung reden, das ist ja einer unserer Ziele sozusagen, in der BA würde man geschäftspolitische Ziele sagen, wo wir eigentlich hinwollen, was wir eigentlich erreichen wollen, nämlich dass junge Menschen nach den Erziehungshilfen oder eben auch in der Begleitung, kommen wir nachher nochmal drauf, in den Sozialräumen, OKIA und so weiter, dass das auch etwas danach gibt und dass wir von der Jugendhilfe her mitdenken mit allen anderen Akteuren, wir sind ja ein Akteur von vielen, dass wir denken, okay, was passiert denn mit dem jungen Menschen? Denn wir erleben den jungen Menschen ja schon mit 12, 13, 14 und dann zu überlegen, so wie, wenn man jetzt aus den Erziehungshilfen herausdenken würde, so wie es, ich sag mal, jede sorgeberechtigte Elternteile machen, was soll denn aus meinem Schützling werden? Also so, wo sollen die denn letzten Endes eine Ausbildung bekommen? Bekommen die einen Schulabschluss und Ähnliches? Also das müssen wir ja sozusagen auch von staatlicher Seite mitdenken. Insofern finde ich es
mehr als normal, sozusagen, dass es dieses Projekt gibt. Und ich finde es einfach toll, sozusagen, dass es das ja schon seit 10 Jahren gibt und dass die BA so, oder ich sag mal Arbeitsmarktakteure und die Jugendhilfe da wirklich gemeinsame Sachen machen, ohne darüber nachzudenken, dass sie das tun, sondern es ist einfach normal. Okay, danke schön. Das klingt sehr, sehr rund, da könnte man jetzt nach Hause gehen. Trotzdem habe ich so ein paar Worte auch sowohl im Vorgespräch wie auch jetzt gehört. Es gab sozusagen die Sorge vor diesem Monster, das habe ich mir gleich aufgemalt, das Monster ESF. Was macht das eigentlich aus meiner schönen, konkreten Projektidee, wenn wir jetzt so ein Finanzierungssystem haben und brauchen? Es gab aber auch heute Morgen den schönen Begriff der Schnittstellengymnastik. Und das kann einen ja fit halten und beweglich. Und es gab im Vorgespräch einmal den Begriff des Stiefkindes. Wenn ein Projekt so viele InitiatorInnen, so viele zuständige Stellen hat, dann kann es sein, dass es sowas ist wie Bonuseltern, gute Paten, alle kümmern sich. Es könnte aber auch sein, dass es manchmal ein bisschen durchrutscht, weil es in die eine und in die andere Förderlogik nicht so ganz passt. Wo gibt es aus Ihrer Sicht Baustellen? Wenn Sie hier diese Runde mal nutzen, also so oft sitzen Sie in dieser Runde nicht zusammen, stellen Sie sich vor, Sie sind ganz unter sich hier. Wie erleben Sie die Zusammenarbeit heute und was braucht es, um da vielleicht noch weiterzukommen? Was wünschen Sie sich voneinander? Was wäre nötig? Was ist das, was Sie hier sagen können? Dass wir miteinander diesen Raum ein bisschen nutzen, um mal Jugendaktiv Plus in die Zukunft zu denken. Und ich werde auch gleich Sie dazu noch befragen. Also, ich hätte da einen Punkt, da sitze ich sicher auf der falschen Seite, aber weil das Projekt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds gefördert wird, egal wie viele Haushaltsmittel der Stadt da einfließen, gelten immer die Regeln des ESF. Und der ESF verlangt, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, also die jungen Menschen, mindestens 8 Stunden teilnehmen. Das ist natürlich für ein Projekt, was überwiegend berät, sicher auch mal begleitet, ist das eine schwierige Geschichte. Wir haben dann sehr viel mit der Lawitz-Stiftung darüber gesprochen und ich glaube auch mit beteiligten Trägern, dass man auf diese Bedingungen beharren muss. Und der Erfolg der Lawitz-Stiftung bestand zum Teil auch darin, dass Leute sehr kurz sich haben beraten lassen, mit dem Ergebnis, dass die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach ESF-Definition gesunken ist. Und das, finde ich, ist eine wirklich schwierige Geschichte und da sind wir auch noch nicht so ganz durch in der Diskussion. Also wir haben uns dann darauf verständigt, dass man vielleicht mit begleitenden Aktivitäten, das war ja in dem kurzen Film auch nochmal sichtbar, also Sport, Kulturevents etc., die Attraktivität nochmal steigern kann, sodass die jungen Menschen länger im Projekt verbleiben. Aber und die 8 Stunden voll machen, bitteschön. Ja, okay, also eine spannende Frage, was macht die Förderlogik mit dem Beratungssystem und wo, und welche Kreativität ist möglich und wo bräuchte es aber auch an anderer Stelle? Vielleicht nochmal eine Verhandlung. Andere Ideen, wo sehen Sie Weiterentwicklungsbedarf, Möglichkeiten? Herr Diers hat schon sein Mikro in der Hand, Frau Billon, ich habe Sie gesehen. Ja, ich finde, wenn man nach 10 Jahren immer noch in so einer Projektförderung sich befindet, dann die Frage muss man doch eigentlich stellen, ist das nicht langsam mal Zeit, das irgendwie umzustellen? Also wenn man diese Probleme, die du gerade angesprochen hast, holla. Und es wird ja ausgewertet, es wird ja validiert, was passiert und das scheint ja doch ganz erfolgreich zu sein, das Projekt. Insofern müsste man ja schon die Frage stellen, hey, wieso wird das eigentlich nicht regelhaft gefördert? Okay. Dann hätte die Lawitz-Stiftung natürlich ein Problem, aber... Man kann nicht alles haben. Frau Bion. Ja, aus operativer Sicht könnte ich mir natürlich auch noch vorstellen, dass diese gute Struktur, diese gute Zusammenarbeit, die sich ja auch über Jahre jetzt entwickelt und verstetigt hat, dass man die vielleicht auch in so einem Kontext in Bezug auf rechtskreisübergreifende Einarbeitung, die wir auch bei uns intern durchführen, mit berücksichtigt. Also das gilt für alle Kolleginnen und Kollegen, die neu in die JBA kommen und dann sozusagen einen rechtskreisübergreifenden Einblick bekommen sollen im Rahmen einer Schulung.
und dass man da wirklich diese lange Historie auch, und das ist ja auch das Besondere auch an dieser Zusammenarbeit, dass man das da vielleicht auch mit einbinden kann und sozusagen schon so am Start einfach auch mal diese gute Zusammenarbeit damit präsentiert, dass man sozusagen gleich loslegen kann. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Es gab ja etliche Beispiele, dass sozusagen so ein Vertrauensverhältnis entstanden ist, dass man jetzt direkt anrufen kann. Das konnte man vorher nicht. Und die Frage ist, was kann man auch bei neuen KollegInnen, und ich würde mal sagen, auf beiden Seiten auch dazu tun, dass diese Brücke zwischen den Schnittstellen geschlossen wird. Also eine Idee, das noch mehr und von vornherein in Einarbeitung in die Systeme jeweils mit hineinzunehmen. Frau Heuer. Ja, ich würde mir wünschen, dass wir auch in Planungsprozessen irgendwie enger zusammenarbeiten. Also ich erinnere so ein bisschen an die Fragezeichen, die entstanden sind im Kontext der Planung um den Paragraph 16h SGB II, wo auf einmal dann ein Projekt, ich meine, man kann nicht genug haben für diese Zielgruppe, trotzdem gab es auf einmal ein Projekt in der Planung, was quasi identisch war von der Ausrichtung. So, und da haben wir uns natürlich alle gefragt, ist das nicht irgendwie eine Ressourcenvergeudung? Also wenn man schon verschiedene Ressourcen zur Verfügung hat, sich dann lieber zusammenzusetzen und gucken, gibt es irgendeine Idee, wo die Lücke ist, die über diese Kanäle geschlossen werden könnte, das war sehr irritierend. Und das würde ich mir für die Zukunft wünschen. Und da habe ich ein bisschen den Eindruck, dass wir die Augenhöhe zwischen Arbeitsmarktpolitik und Jugendhilfe noch nicht erreicht haben. Das wäre eher so nochmal so eine Bitte sozusagen an die Behördenleitungsebene, an der Stelle auch noch dran zu bleiben. Und wir als Jugendaktiv-Plus-Träger würden uns natürlich wünschen, ich meine, wir sind relativ viele Leute und bedienen eine sehr große Anzahl dieser Zielgruppe, dass wir an irgendeiner Stelle in diesen Planungsprozessen dann auch zumindest mit Stellungnahmen irgendwie in Erscheinung treten. Also das diskutieren wir sehr oft in der Trägerschaft, wie wir uns da sozusagen noch anders einbringen können, um da auch noch für mehr Verständnis für diese Jugendhilfehaltung zu werben. Also wie kommen wir als ExpertInnen in solche Planungsprozesse hinein? Genau, und das Expertenwissen ist sozusagen in den vergangenen 10 Jahren wirklich und mit den Ergebnissen ja auch nachgewiesen. Also das kann gut und gerne auch genutzt werden. Ne? Ja. Also auch da ein bisschen den Ressourcenblick vielleicht mit hineinzunehmen. Frau Spieker. Wenn man sich Jugendaktiv Plus heute anguckt, dann kann man ja sagen, klasse, ne, dass das alles so sich entwickelt hat. Und ich glaube, das tun wir ja auch wirklich alle so aus vollem Herzen. Das war ja auch gar nicht selbstverständlich, dass Jugendaktiv Plus da gelandet ist, wo es jetzt gelandet ist. Und wenn man sich dieses Konstrukt jetzt mal organisatorisch anguckt, dann ist das für Hamburg ja auch eine absolute Ausnahme von der sonstigen Regel. Es ist ein bisschen schon rausgekommen, in der Jugendhilfe war einmal diese Altersgruppe der jungen Volljährigen auch nicht eine, wo alle begeistert gesagt haben, da fühlen wir uns weiter verantwortlich. Also das ist eine Baustelle, die in der Jugendhilfe immer wieder bearbeitet werden muss, wurde von Ihnen ja eben auch so schön gesagt. Also Jugendhilfe investiert ganz viel in die Lebensgeschichten von jungen Menschen, aber dann darf auch nicht mit 18 auf einmal Schluss sein, an der, wie jeder von eigenen Kindern weiß, wirklich ganz wichtigen Lebensphase des Übergangs in eine selbstständige Existenz. Das ist der eine Punkt. Und ich weiß nicht, ob das alles schon so gesettelt ist in der Jugendhilfe. Ich glaube, da müsste man Jugendhilfe intern auch weiter einen Blick drauf haben. Das zweite Problem, was wir hatten, organisatorischer Natur seinerzeit, war, dass es in den Jugendämtern mit ESF auch wenig Erfahrung gab. Auf der Landesebene gab es die. Und wir haben mit Jugendaktiv Plus damals ein Konstrukt schaffen wollen, was sehr dezentral ausgerichtet ist, weil da die Kontakte zu den jungen Menschen sind. Aber es brauchte auch eine zentrale Arbeitsstruktur, damit diese Dezentrale überhaupt angeworben werden konnte. Also wenn man das damals den Jugendämtern abverlangt hätte, sich mit ESF zu befassen, dann hätte das, glaube ich, so lange gedauert, dass die Fristen verstrichen worden wären. Das war klar, da gab es einfach keine Erfahrung. Deswegen muss man auch sagen, diese Dachträgerschaft durch LAWETZ ist eine, die ist sehr, sehr hilfreich, da muss man der LAWETZ-Stiftung auch ausdrücklich ein Kompliment machen. Und es ist eine Arbeitsstruktur, von der ich nicht weiß, ob sie in Hamburg so oft existiert. Jetzt hat man da einmal was geschaffen und das ist geschaffen worden, finde ich, durch Menschen, die jetzt nicht nur ihr eigenes System im Blick hatten, sondern
die sich bemüht haben, beide Systeme zusammenzubringen. Also damals hatten wir immer den Begriff, was wir hier nicht brauchen, sind Lagerverwalter, was wir brauchen, sind Grenzgänger. Und zwar diejenigen, die freudig über die Grenze gehen und die sich nicht davon aufhalten lassen, dass das eine System sagt, oh je, in der Jugendhilfe, da ist ja alles freiwillig. Und auf der anderen Seite, in der Jugendhilfe wurde gesagt, lieber Himmel, die Arbeitsverwaltung kann sanktionieren. Das gab auch auf institutioneller Seite durchaus Vorbehalte, Ängste, aber von den jungen Leuten hat man ja erwartet, dass sie diese Wege gehen. Und das war klar, dass man da Verbindung schaffen muss. Also es braucht Menschen, die diese Brücken bauen können. Jetzt hat man dieses Konstrukt, so wie es heute ist, und die Frage ist, wie kriegt man das aus der Personenabhängigkeit raus? Also wenn jetzt mal einmal Menschen weggehen, die das mitgeprägt haben, was kommt dann? Welche Arbeitsorganisation findet man für die Zukunft? Will man das weiter in dieser, wie ich finde, gelungenen Kombination von zentral und dezentral? Und wer trägt das, wenn diejenigen nicht mehr da sind, die das jetzt so aktiv gestalten? Und die Frage, finde ich, darf sich eine Verwaltung ja nicht erst dann stellen, wenn es 5:05 ist, sondern hoffentlich schon ein bisschen vorher. Dafür ist vielleicht dieser Tag auch gut, um solche Geschichten zu erzählen. Genau. Also über Geschichten auch weitertragen, was hat zum Erfolg denn beigetragen und diese Begeisterung anderen weiterzugeben, die aber jetzt einsteigen. Dann würde ich jetzt mal ins Publikum schauen und zwar hier in den Saal, aber gerne auch diejenigen, die digital teilnehmen. Was ist, wenn wir einen Ausblick machen und einige dieser Hinweise waren ja durchaus auf Ausblick bezogen. Was sind Ihre Eindrücke oder Ihre Statements zur Frage, wie kann Jugendaktiv Plus noch besser dazu beitragen, jungen Menschen eine berufliche Zukunft zu ermöglichen? Es ist mehrfach gefallen, dieser Satz, keiner soll verloren gehen. Wenn Sie Jugendaktiv Plus in die Zukunft denken, und das haben Sie hier jetzt gerade mit den letzten Statements ja auch schon getan, was würden Sie gerne noch ergänzen? Was ist wichtig, wenn Sie Jugendaktiv Plus weiter und nach vorne denken? Welche Ziele sind aus Ihrer Sicht noch zu erreichen? Aber vielleicht auch, wo sehen Sie Baustellen, Herausforderungen? Wo sagen Sie, ach Mensch, an der Stellschraube könnten wir noch mal drehen oder da sollten wir noch mal die Ärmel aufkrempeln. Diejenigen, die am Rechner teilnehmen, Sie haben die Möglichkeit, Ihre Fragen dort einzugeben, wenn Sie den Reiter Fragen und Antworten anklicken, dann können Sie in das Textfeld entweder ein Statement oder eine Frage hineingeben. Sie hier im Saal haben das etwas direkter, die Möglichkeit. Also was brennt Ihnen auf dem Herzen, was würden Sie gerne beitragen zu dieser Frage? Okay, 10 Jahre und wir haben viel Grund zu feiern. Was sollten wir bewahren und wie könnten wir unsere Arbeit auch in Zukunft gut und vielleicht noch besser weitermachen? Und wenn Sie dazu eine Idee haben, einen Wortbeitrag, dann geben Sie sich zu erkennen. Wir haben Saalmikros, dann kommt jemand zu Ihnen und Sie können hier mal gucken, gibt es eine Äußerung, auf die Sie dann danach vielleicht auch noch reagieren oder etwas ergänzen möchten. Sie wollen die Lücke nutzen, Herr Schulhoff. Das können Sie gerne tun, genau. Dann haben Sie Zeit, noch mal zu überlegen. Aber wenn es eine Meldung gibt, dann gerne. Also ich wollte jetzt nur wirklich ein bisschen die Lücke nutzen. Nutzen Sie noch die Lücke und wir haben gesehen, dass... Ja, ist ja meistens immer ein bisschen schleppender sozusagen der Anfang. Also nochmal zu der Ursprungsfrage, so nach dem Motto, was wünscht man sich? Und natürlich, ich sage mal ausgehend, deswegen erwähne ich jetzt nochmal, keine soll verloren gehen. Das ist natürlich das Idealbild und das wünschen wir uns ja, aber da sind wir ja noch nicht. Also die Senatorin hat es ja auch nochmal gesagt oder hier wurde es ja schon gesagt, also wir sprechen auch von Wohnungslosigkeit und so weiter. Und die Frage ist ja letzten Endes, wie kommt man eigentlich zu dem Ziel, dass man, keiner soll verloren gehen, jedem jungen Menschen dann, Care Leaver, quasi ein Angebot machen kann für den nächsten Schritt sozusagen, einen wichtigen Schritt in den nächsten Lebensabschnitt sozusagen. Und da ist noch ein wichtiger, wesentlicher Akteur, wo, ich sage jetzt mal, ich komme so ein bisschen der letzten Jahre
in die Jugendhilfe und habe den Blick nochmal von außen gehabt, wo man immer denkt, das kann ja eigentlich nicht sein, dass man so eng noch gar nicht zusammen ist, ähnlich wie jetzt in dieser Frage mit dem Bereich Arbeitsmarkt, das ist der Bereich Schule. Also wo sind denn unsere jungen Menschen sozusagen? Wir haben ja Gott sei Dank in Deutschland eine Schulpflicht. Also, und alle unsere Menschen, ob die jetzt in der Jugendberufsagentur sich befinden oder ob die sich entsprechend in der Erziehungshilfe befinden oder in der OKJA sich bewegen, sie sind alle Schülerinnen und Schüler, alle. So, das heißt aber die Frage natürlich, wie kann man auch diesen großen, das ist ja ein riesiger Akteur letzten Endes, von Anfang an ja auch mitnehmen für das Ziel, was man dann in, ich sag jetzt mal, wenn ein Kind geboren ist, 18, 19, 20 Jahren sozusagen quasi sich hervornimmt. Also eine Regelhaftigkeit, eine Regelmäßigkeit aller dieser drei großen, und es gibt ja noch ganz andere Akteure, aber diese drei großen Akteure immer mitzudenken, von vornherein würde es ja viel einfacher machen, weil man ja gar nicht mehr von Schnittstelle spricht, sondern man trifft sich ja sozusagen. Und wir haben ja jetzt gerade in dem Kinderjugendstärkungsgesetz in der SGB 8 Reform, den Paragraphen 13a, wo wir ganz stolz drauf sind sozusagen, die Benamung Schulsozialarbeit, also sozialpädagogische Angebote an Schulen, dass wir das mal ins Gesetz reinschreiben, damit es auch klar wird, dass wir auch noch da sind. Aber das ist eben, eigentlich ist ja nur die Intention, es ist eine Regelhaftigkeit. Und wir haben ja auch berufliche Entwicklung und Ähnliches, steht ja auch im SGB 8. Also der Gesetzgeber hat sich das durchaus schon so gedacht. Deswegen eigentlich bräuchte es gar nicht so diese Schnittstellen, sondern eigentlich müsste es ein ständiges Treffen sein. Und das natürlich im Sinne der jungen Menschen. Das heißt, das wäre auch ja die Frage mit Blick auf dieses Podium, wer fehlt hier eigentlich? Also welche Personen, Institutionen, Stellen bräuchte es noch, um dort vollständiger zu arbeiten? Ich habe Sie gesehen, aber ich würde jetzt doch gerne den Blick ins Podium nehmen, weil da gab es, glaube ich, eine Wortmeldung. Und wenn Sie mögen, genau, stellen Sie sich einmal ganz kurz vor. Mein Name ist von der Lawitz-Stiftung. Ich habe angekreuzt, dass ich das Projekt gefühlt ewig kenne, weil ich es tatsächlich ewig kenne und ich mich seit vielen, vielen Jahren auch an dieser Schnittstelle der Integration in Ausbildung und Beschäftigung beschäftige. Und Herr Dr. Schulhoff, Sie haben sozusagen die Seite der Schule angesprochen. Ich würde jetzt ganz gerne nochmal einen Blick überlenken auf die andere Seite, nämlich auf die Seite der Unternehmen und Betriebe, die ausbilden, die zu Corona-Zeiten weniger ausbilden, die weniger Praktikumsplätze zur Verfügung stellen. Ich habe keine Lösung für diese Problematik, aber ich finde, es ist eine wichtige Perspektive, die wir immer wieder auch im Hinblick auf die Praktikumsmöglichkeiten und die Integrationsmöglichkeiten, die Jugendaktiv Plus bietet, immer wieder mitdenken sollten. Und das wäre eine Perspektive, die ich sehr begrüßen würde, wenn die auch hier nochmal zur Sprache kommen könnte. Mhm. Also wie schaffen wir es, Bereitschaft von Betrieben zu Praktika, zu Ausbildungsplätzen zu stärken? Braucht es dort auch in einem Projektverbund, wie es Jugendaktiv Plus hat, besondere Kompetenzen? Und welche Kompetenzen sind da? Das möchte ich ganz gerne einfach mal zur Frage stellen. Noch ein weiterer Blick auf ein weiteres Feld, weitere Player in diesem Bereich, wo man sagt, Mensch, eigentlich wäre das gut, wenn die auch mit am Tisch sitzen würden, entweder Betriebe direkt oder die Handelskammer oder wie immer man sich und die Handwerkskammer, wie man sich das vorstellen kann. Gibt es noch weitere Äußerungen? Dort drüben ist eine Wortmeldung und dann schaue ich gleich mal zu dir, Sigi, ob du schon was aus dem digitalen Raum hast. Ja, hallo, ich bin Lars, ich bin von Südlaffe V. Straßen Sozialarbeit in Rahlstedt. Ich nehm die mal ab, das geht, glaube ich, einfacher. Das Erste, was ich eigentlich sagen wollte, das hat Herr Diers schon vorweggenommen, es ist mein Standardstatement zu sagen, wir brauchen eine Verstetigung für das Projekt, auch um den Kolleginnen und Kollegen, die bei uns in den Projekten arbeiten, auch eine Perspektive zu bieten. Also immer nur befristete Arbeitsverträge sind natürlich auch, um eine wirklich gute und auch wirklich engagierte Arbeit zu machen, immer ein bisschen schwierig. Manche Kollegen verlassen uns. Manche gut qualifizierte Kollegen verlassen uns dann und wir haben einfach echt eine große Lücke zu schließen, muss man ganz klar sagen. Herzlichen Dank, Herr Diers. Das Zweite ist, was wir wirklich auch bräuchten, und das ist gesamt hamburgweit zu sehen, ist halt, wir bräuchten eine vernünftige Notunterbringung für wohnungslose junge Menschen, niedrigschwellige Notschlafstelle.
Ich weiß, das ist auch politisch gerade in den Gesprächen drin, aber wir brauchen das wirklich. Es ist verdammt wichtig, weil viele junge Leute einfach nicht wissen, wohin. Und wir können auch dann noch so viel rütteln in diesem Projekt. Wir kriegen sie einfach nicht vernünftig untergebracht, wenn sie nicht einen Platz haben, wo sie runterkommen und zur Ruhe kommen können, um sich dann eben auch vernünftig darauf vorzubereiten, in Arbeit und Ausbildung zu kommen. Danke. Herzlichen Dank. Zwei weitere Baustellen. Sigi, gibt es Fragen oder Statements von den digitalen Teilnehmenden? Genau, also ich habe ja ein Headset auf, okay, ich kann mal kurz die Maske abnehmen. Einmal die Frage zur Zukunft, wie geht es mit Jugendaktiv in Zukunft weiter? Das ist ein, zweimal auch mit drin. Die Frage kam hier ja auch schon mal auf. Eine Frage, gibt es Möglichkeiten, Jugendaktiv Plus als Format langfristig in Hamburg zu integrieren, eben die Zukunft? Dann gibt es noch die Frage, Moment, Maus wäre gut, wie können wir die Angebote von Jugendaktiv Plus besser bewerben, damit noch mehr Jugendliche daran teilnehmen können? Und Entwicklung braucht nicht nur das Reden, sondern auch das Tun. Sind weitere praktische Arbeitsprojekte im Rahmen von Jugendaktiv Plus geplant? Das sind also einmal ans Podium die Fragen zur Zukunft, das Bewerben eventuell auch. Genau, die gebe ich erstmal hoch. Okay, danke schön. Gibt es Impulse, einzelne Statements, wo Sie sagen, ja, da kann ich mal was zu sagen? Entweder es bestärken oder eine Antwort geben. Frau Heidmann. Also ich glaube, was die Zukunft von Jugendaktiv Plus angeht, sind uns doch weitgehend einig, hoffentlich, dass wir das mit Mitteln weiter unterstützen wollen. Also was jetzt die Regelförderung angeht, das ist natürlich ein wahnsinnig schwieriges Feld. Und also aus der Sicht der Arbeitsmarktpolitik kann ich da niemandem Hoffnung machen, weil wir schon die ersten Signale erhalten haben, dass wegen der Corona-bedingten Mehrausgaben auf uns eher eine Sparverpflichtung kommt. Und deswegen nutzen wir ja auch sehr gern die Mittel des Europäischen Sozialfonds. Also Jugendaktiv Plus ist eines der großen Projekte, die wir daraus fördern. Was das Bekanntmachen angeht, fehlt mir da ehrlich gesagt momentan so ein bisschen die Fantasie, weil wir im Rahmen unserer Möglichkeiten, denke ich eigentlich, versuchen, das Projekt so gut wie es irgend geht zu bewerben. Aber gerade wir als Sozialbehörde sind vielleicht auch nicht die Richtigen, sowas zu bewerben, weil wir sitzen nicht in den Standorten der Jugendberufsagentur, wir arbeiten ministeriell und die Jugendlichen, mit denen Sie zu tun haben, glaube ich, befinden sich nicht in denselben Räumen wie wir. Okay, andere Impulse, etwas zu ergänzen. Ich hatte Sie vorhin schon gesehen, Herr Kutzköhler-Lüdemann. Bezieht sich auf das Statement von Herrn Dr. Schulhoff. Und zwar, wir haben schon vor 10 Jahren die Idee gehabt, wo sind die jungen Menschen, wenn wir sie ansprechen? Und das ist die Schule, sodass wir von Anfang an die Schule mitgedacht haben. Und da kann ich gleich sozusagen an meine Kollegin gleich weitergeben, ob sozusagen aus der Schnittstelle eine Nahtstelle geworden ist. Denn wir haben an jedem Standort der Jugendberufsagentur auch Mitarbeitende aus dem Rechtskreis Schule, sodass da sozusagen auch eine Brücke zu Schulsozialarbeit, eine wunderbare Brücke, die hoffentlich sozusagen auch eine Brücke sozusagen dann auch zu entsprechenden Hilfen ist, sodass insgesamt sozusagen auch die Zahl derjenigen, wir haben ja eine Zahl von über 1000 gehört, die sozusagen in keinem der Systeme angekommen sind, obwohl sie schulpflichtig gewesen sind. Das ist, und das sozusagen ist Stand 2015 bis auf eine Handvoll tatsächlich reduziert worden. Wir haben recherchiert, wir haben telefoniert, es gab auch aufsuchende Beratung sozusagen oder aufsuchende Arbeit, das war Novum. Da haben wir auch gefragt, Mensch, wie kommt das an in der Stadt, wenn da auf einmal jemand vor der Tür steht und klopf, klopf.
Ja, hier ist sozusagen die Schulpflichtpolizei und wir wussten ja, dass das ja für die Erziehungsberechtigten ja sogar mit Erziehungshaft verbunden sein kann. Also welche Stimmung machen wir damit? Ne? Mhm. Wird aus fürsorglicher Belagerung womöglich irgendwie ja, eine negative Stimmung entstehen? Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die allermeisten Eltern konstatiert haben, Mensch, das ist ja gut so. Also ich bin vielleicht mit meinem Kind sogar überfordert. Endlich ist jemand da, der sich kümmert. Also dieses Kümmern, sich kümmern, das hat auf jeden Fall einen Ausschlag gegeben. Und spannend für mich, weil wir noch häufig von den Schnittstellen, ich spreche schon von den Nahtstellen oder auf Norddeutsch Touchpoints, deshalb, das tut meinen Ohren immer weh, wenn ich Schnittstelle, weil das irgendwie, wenn man sich schneidet, dann tut es weh. Ah, Touchpoints, okay. Ich habe schon wieder was gelernt. Touchpoint. Berührungspunkte ist aber wirklich ein schöner Begriff. Wie kriegen wir das hin, dass wir mehr Berührungspunkte haben, auch zwischen den Systemen? Das haben Sie auch beschrieben. Ich habe hier jetzt noch Sie gesehen, Frau Billon, und dann Sie, Herrn Schulhoff, und dann gehe ich in die letzte Frage. Genau, uns als Jugendberufsagentur Hamburg macht genau das ja auch aus, dass wir sozusagen die schulische Ebene und die Begleitung der Schülerinnen und Schüler ab Klasse 8 ja auch im SEC-1-Bereich ganzheitlich verbindlich durch diese Berufsorientierungsteams sicherstellen. Also diese Begleitung, wo wir dann natürlich auch nach Ende der Schulpflicht gucken, dass wir immer wieder anbieten unsere Dienstleistungen und Angebote und gucken, dass die Jugendlichen bei uns bleiben, um da dann auch freiwillig dann natürlich auch die Hilfeleistungen in Anspruch nehmen zu können. Und kann sozusagen genau das unterstreichen, was Herr Gotzkula-Lüdemann eben auch nochmal ausgeführt hat. Und ich würde gerne nochmal Bezug nehmen auf Ihre Frage, auf den Kontext Arbeitgeber. Wir haben uns als Jugendberufsagentur im Jahre 2014 weiterentwickelt und haben zwei Teams Azubi Plus gegründet. Das heißt, aus dem gemeinsamen Arbeitgeberservice der Arbeitsagentur mit Jobcenter dann ja, wurde sozusagen die ganze Thematik Ausbildung, Stellen, Akquise mit einem bewerberorientierten Ansatz herausgelöst und in die JBA integriert, sodass also wir von Seiten der JBA auch diesen ganzen gesamten Kontext in Bezug auf Arbeitgeber anbieten und abdecken können und da natürlich dann auch auf alle Unternehmen zugehen und fragen, wie sieht es mit Ausbildungsstellen aus und die natürlich dann auch in unserem System haben und da natürlich dann auch ein gutes Angebot haben, um die Jugendlichen dann ja auch zu versorgen, die eine Ausbildungsstelle suchen. Genau. Okay, also da gibt es Ansatzpunkte, dass vielleicht auch noch weitergehen kann. Herr Schulhoff. Ja, ich wollte auch noch mal ganz kurz auf die beiden Plenumsbeiträge eingehen. Also Sie haben es ja schon genannt, Herr Gillner, auf jeden Fall natürlich der wichtige Player Arbeitsmarkt und Frau Billon hat es ausgeführt und mit dem neu gelernten Wort Touchpoints sozusagen will ich nochmal deutlich machen, dass es ja eigentlich ein Glücksfall ist, auch für die Sozialbehörde, dass wir ja den Arbeitsmarkt ja auch mit drin haben. Ist ja schon auch das vielleicht aus Bürgersicht, vielleicht manchmal nicht so ganz nachvollziehbar, dass so Ressorts sozusagen, ich sag mal jetzt ja nicht täglich, im täglichen Miteinander stehen, sondern ja schon also quasi ihre Ressortfragen auch so klären. Aber wir natürlich den Vorteil haben, sozusagen ja den Arbeitsmarkt und die Integration ja auch eben mit bei uns in der Sozialbehörde haben und dadurch natürlich auch den engen Draht ja auch dann zur BA und zum Jobcenter ja letzten Endes auch haben. Also insofern, da ist ja letzten Endes auch dieser Player, der da bedient wird. Vielleicht noch ganz kurz, ich habe nur noch den wunderbaren Vornamen in Erinnerung, Lars, der nochmal da was zur Verstetigung gefragt hat. Frau Heidmann hat es ja auch schon gesagt, es ist in der Tat sehr, sehr schwierig, muss man einfach sagen. Und in Hamburg, wir haben ja nicht wenig Geld. Das kann man ja nicht unbedingt behaupten. Wenn man jetzt auch andere Kommunen oder eben auch andere Bundesländer betrachtet, haben wir schon auch sehr viel Geld. Die Frage ist für uns natürlich auch aus Sozialbehördensicht immer der Fokussierung. Also was ist eigentlich jetzt sozusagen besonders wichtig? Und das heißt also auch letzten Endes die Frage, immer noch mal zu reflektieren, müssen wir das eine oder andere sozusagen umsteuern, weil sich vielleicht auch gesellschaftliche Entwicklungen verändert haben oder wir haben ja die Wohnungslosigkeit, die Wohnungsnot, Sofa-Hopper und so weiter, was wir alles haben in der Stadt, haben Sie schon mal angesprochen und wurde ja schon mehrfach auch genannt, das ist ja echt ein echtes Problem, auch wenn man es gar nicht sieht. Also man geht hier durch die Stadt, meistens irgendwie in die Innenstadt und sieht nur, was für eine tolle Stadt wir haben, aber dass da auch, ja gerade auch junge Menschen, das ist ja unglaublich, eben nicht
sesshaft sind sozusagen. Das ist, ja, das ist eine Riesenherausforderung, der wir uns insgesamt natürlich stellen müssen, natürlich als Sozialbehörde, aber auch als Jugendhilfe, weil es sich eben auch um junge Menschen handelt. Und da ist es ja die Frage, und das will ich so ein bisschen diplomatisch machen, also die Frage, wo setze ich eigentlich die Ressourcen, die ich habe? Man kann ja nicht mehr sozusagen bekommen, als dass man sozusagen, als wo der Deckel letztendlich seitens der Finanzbehörde gesetzt wird, aber dass man die auch wirklich fokussiert und ganz konzentriert auch da ansetzt. Und da gehören sicherlich die Fragestellungen eben auch der Wohnungslosigkeit eben auch mit rein. Denn natürlich kann ich, das ist ja althergebracht, ich kann mich nicht um einen Ausbildungsplatz oder einen Arbeitsplatz bemühen, wenn ich auf der Straße lebe. So, ich meine, das sind alles alte Diskussionen, aber sie werden ja immer aktueller und für uns aus Sicht der Jugendhilfe immer dramatischer, wenn es sich dabei um junge Menschen handelt. Also insofern, wir haben das im Blick, auch wenn wir nicht, ich sage immer so, per se die Taschen voller Geld haben, aber die Frage, wie können wir es anders einsetzen, besser einsetzen, die ist auf jeden Fall, wird bei uns auf jeden Fall diskutiert. Das kann einen so und so stimmen, aber Sie haben gesagt, Sie versuchen es diplomatisch zu beantworten. Frau Heuer. Ja, ich wollte noch mal, es ist, im Grunde haben Sie es jetzt auch gerade gesagt, ich wollte noch mal so ein bisschen den Jugendhilfeschwerpunkt in den Vordergrund holen, auch als eigentlich zweites Standbein. Es geht nicht nur um Arbeitsmarktintegration für die jungen Menschen, sondern auch und in erster Linie um psychosoziale Stabilisierung. Ist eigentlich selbstverständlich, aber meine Erfahrung ist, dass wir das auch immer wieder in die Diskussion reinbringen müssen als Jugendaktiv Plus Träger. Und das Zweite ist, ich wollte es nochmal unterstreichen an der Stelle, so auch wenn es irgendwelche Planungsprozesse gibt, bitte nutzen Sie unser Expertenwissen. Ich kann es nur nochmal anbieten, dass wir an dieser Stelle, und wir sind wirklich mit 10 Trägern aus einem relativ breiten, also oder ziemlich breiten Spektrum mit unterschiedlichsten Schwerpunkten ja auch nochmal in den einzelnen Stadtteilen für unterschiedliche Zielgruppen von beruflicher Integration bis hin zu Straßensozialarbeit sehr breit aufgestellt. Und also ich kann das nur nochmal anbieten. Also wir haben da, glaube ich, einen ganz guten Blick für die Themen, die da zusammenkommen und die da auch bearbeitet werden sollten. Ne? So, und also wir würden uns da gerne einbringen, wenn man uns lässt. Okay, die Expertise steht bereit. Mhm. Ich würde Sie gerne ganz zum Schluss, irgendwann zwischendurch war mal so der Satz, es muss dann auch was getan werden. Insofern letzte Runde, letzte Frage an diejenigen, die jetzt noch aktiv sind, ist sozusagen meine letzte Frage. Welchen Impuls nehmen Sie aus diesem Gespräch, aus diesem ersten Vormittag mit ganz konkret in Ihr Handlungsfeld? Also was können Sie an der Stelle, wo Sie sind, dazu beitragen, dass Jugendaktiv Plus seine Arbeit weiterhin so gut oder vielleicht noch besser machen kann? Und vielleicht ein Gedanke an dieser Stelle, wenn Dinge sehr, sehr gut laufen, dann ist es gut, das zu feiern und das hervorzuheben. Das bleibt aber nicht von alleine so. Also auch um gute Arbeit weitermachen zu können, brauche ich weiterhin gutes Personal, brauche ich weiterhin die Rahmenbedingungen, brauche ich weiterhin Vertrauen. Also wenn Sie mal schauen auf Ihren ganz konkreten Bereich, welchen Impuls nehmen Sie mit ganz konkret für Ihre Arbeit? Die drei, mit denen ich vorhin angefangen habe, die nehme ich mal für das allerletzte Wort. Und ja, Frau Höck-Scharenberg, darf ich mit Ihnen anfangen? Was nehmen Sie mit aus dieser Runde? Gibt es einen konkreten Impuls? Ich tue mich gerade schwer, weil die Zukunft ist natürlich auch für mich hier das Thema. Können wir weiter so arbeiten? Also ich gehe aus von einer komfortablen Situation in unserem Sozialraum, der Kooperation und einem unverzichtbaren Angebot. Und die Antwort jetzt war, wie zu erwarten, es ist schwierig. Also das nehme ich jetzt mit. Das kann ich aber nicht bewegen sozialräumlich. Sozialräumlich können wir letztendlich das, und dafür sitze ich ja hier, weitermachen wie bisher. Wir sind sehr kreativ. Wir machen aus den Lücken, die eben immer gegeben sind, wirklich auch gute und neue Lösungen. Wir schaffen also wirklich unter den sozialen Einrichtungen in Stahlzoop kleine Arbeitsgruppen und auch kleine Projekte. So, da gibt es ganz niedliche Beispiele zu, aber das ist sozusagen die kleine Welt und die lebt nur davon, dass das Große geregelt ist und dass wir hier Perspektiven haben. Was ich noch ganz besonders auf dem Herzen habe, da schließe ich mich da auch an und das wollte ich heute unbedingt sagen, wir brauchen auch noch eine Lücke, die geschlossen wird, eben in dem psychosozialen Beratungsbereich. Mhm.
also um diese Zugänge wirklich für die Jungerwachsenen und Jugendlichen zu ermöglichen. Da bin ich als Netzwerkerin ja auch immer mit dem Blick nach außen und wo gibt es was, und ich kann sagen, eigentlich nichts. Also es gibt ein ganz kleines Projekt, wo wir keinen Zugang haben. Also richtig Lücken gibt es neben all diesen schönen und positiven, kreativen. Wir brauchen hier eine Rahmung, die wirklich verlässlich ist. Bitte schön. Okay, herzlichen Dank an Sie. Frau Bion, mögen Sie weitermachen? Welchen konkreten Impuls nehmen Sie mit? Ja, also einige Kolleginnen und Kollegen aus den JBA-Standorten sehe ich auch hier im Publikum und vielleicht ja auch noch weitere an den Rechnern. Und ich werde auf jeden Fall, also ich treffe mich regelmäßig immer mit den 7 Standortsprechern. Also das heißt, jeder Standort hat immer einen Sprecher, mit dem ich mich dann wieder regelmäßig austausche, um da einfach die Thematiken dann auch wieder in andere Gremien einzuspielen. Und ich werde erstmal diese Veranstaltung hier heute als Anlass nehmen, das Thema auch nochmal auf die Tagesordnung zu setzen, sodass wir vielleicht dann auch mit den Standortsprecherinnen und Standortsprechern in Bezug auf die einzelnen Standorte einfach auch nochmal die Zusammenarbeit mit den Trägern von Jugendaktiv Plus auch nochmal reflektieren und ganz individuell auch gucken, was läuft wirklich gut. Und ich habe ja nur gute Rückmeldungen, aber wo können wir uns vielleicht auch noch optimieren und besser aufstellen? Wie kann man Schnittstellen auch noch schärfen? Also das würde ich so für mich als nächstes To-Do einfach mal mitnehmen. Dankeschön, Frau Bion. Herr Schulhoff. Ja, wir haben uns ja die nicht ganz unambitionierte Aufgabe vorgenommen, eine überörtliche Jugendhilfeplanung zu erstellen, was ja gesetzlich auch vorgesehen ist, und das machen wir jetzt so. Und da kommt ja auch die Fragestellung von Steuerung, nimmt da einen großen Anteil mit ein. Und ich habe es ja eben schon mal so ein bisschen angedeutet, Steuerung wird vielfach verwechselt auch in der Fragestellung Finanzsteuerung, also wo könnte ich sparen, darum geht es nicht. Also bei der Planung und auch bei Fokussierung oder bei Steuerung geht es um Fokussierung von Themenbereichen. Gerade in der Frage jetzt hier mit Jugendaktiv Plus, was wirkt eigentlich auf was? Also was will ich eigentlich erreichen? Für wen will ich was erreichen? Für welche Zielgruppe will ich was erreichen? Und was muss ich eigentlich besonders anfassen und wo muss ich besonders steuern, letzten Endes, um dieses Ziel zu erreichen? Und ja, Jugendaktiv Plus als sozusagen ein Instrument, was wir ja dann auch mitbedienen in der Jugendhilfe, ist mit Sicherheit ein Bereich, ein sehr bedeutender Bereich auch in der Fragestellung, beispielsweise eben in der Zielstellung Verselbstständigung. Was wird denn eigentlich sozusagen aus den jungen Menschen, wenn wir sie aus der Jugendhilfe sozusagen entlassen und sie nicht mehr sehen? Und was können wir im Vorwege sozusagen dafür tun? Das heißt also, ich werde es weiterhin sozusagen mit betreiben, die Fragestellung, dieses Instrument so einzubetten in diesen Steuerungskreislauf und in die Fragestellung der überörtlichen Jugendhilfeplanung. Wo kann man letzten Endes drehen, um am Ende ein Ziel zu erreichen? Und das stärkt sicherlich auch dieses Instrument Jugendaktiv Plus. Dankeschön, Herr Schulhoff. Frau Heidmann. Ja, ich würde nur ganz kurz ergänzen, das, was Frau Bouillon schon gesagt hat, dass die Rückmeldung von Ihnen und auch von Ihren Kolleginnen und Kollegen natürlich einfließen müssen in die Weiterentwicklung der Jugendberufsagentur. Also das ist jetzt nicht explizit die Weiterentwicklung von Jugendaktiv Plus, sondern der Regelstruktur. Also wir haben uns ja zum Ziel gesetzt, jetzt in einem überschaubaren Zeitraum die Jugendberufsagentur strukturell und inhaltlich weiterzuentwickeln, und da sind Ihre Hinweise natürlich außerordentlich wertvoll, also weil wir sie eben nutzen müssen, um weitere Maßnahmen zu entwickeln, vielleicht auch die Beratung zu verändern oder anzupassen. Und deswegen bin ich sehr dankbar, wenn Sie uns Ihre Hinweise mitteilen. Das klingt nach einer Verabredung. Wunderbar. Mhm. Dankeschön, Frau Heidmann. Frau Heuer, welchen Impuls nehmen Sie mit aus diesem Gespräch? Ja, also zum einen fühle ich mich noch mal gestärkt, also jetzt stellvertretend für das ganze Projekt jetzt oder für die Trägerlandschaft, dass es so ein positives Feedback gibt, ja, durchweg. Also wir selber wissen, dass wir gute Arbeit machen, aber es ist ja trotzdem immer noch mal schön zu hören, dass das wirklich auch von außen so wahrgenommen wird und auch so gewertschätzt wird, auch noch mal auf die Worte der Senatorin, sozusagen auf allen Ebenen. Das stärkt uns ja auch in der Praxis noch mal, und ich nehme für mich noch mal mit, dass wir ja nicht nachlassen in der Beharrlichkeit in der fachpolitischen Diskussion. Das ist jetzt sozusagen auch mein persönliches Steckenpferd sozusagen, aber ich nehme so mit, dass wir da durchaus auch hier und da auch noch ein bisschen lauter werden können, damit das auch wirklich gehört wird, ne, dass wir auch uns da konstruktiv einbringen wollen in diese Planungsprozesse.
Okay, danke schön, Frau Heuer. Die drei, mit denen wir vorhin gestartet sind, Sie haben jetzt hier mitgeredet, mit zugehört. Was wären Ihre Empfehlungen an die heutigen Akteure, Akteurinnen hier in Hamburg? Was würden Sie Jugendaktiv Plus und denjenigen, die jetzt an den Schrauben drehen und die Arbeit machen, mit auf den Weg geben wollen? Mögen Sie anfangen, Frau Spieker? Ja, ich bin ja jetzt nicht mehr in Hamburg und gucke so ein bisschen von außen auf das, was wir heute hier besprochen haben. Ich meine, die Zahlen sind beeindruckend. Die Anzahl der Menschen, die Jugendaktiv Plus erreichen, das muss man sich wirklich vorführen, was die Arbeit von Jugendaktiv Plus dann im Leben von diesen jungen Menschen auslöst, was sonst vielleicht nicht stattgefunden hätte. Ich finde es total beeindruckend, dass es wirklich hier und heute noch so ist, dass die Institutionen, die beteiligt sind, diese jungen Menschen eben nicht hin und her schicken. Also sie werden nicht nur von der Arbeitsverwaltung ins Schulsystem, von dahin in die Jugendhilfe verwiesen, sondern es gibt gemeinsame Lösungen, die im Leben dieser jungen Menschen gefunden werden. Und das ist ja nur möglich, wenn es eine institutionelle Kooperation gibt, die das genauso tut. Also die Jugendberufsagentur verweist nicht einfach in die Jugendhilfe und legt dann den Kugelschreiber weg. Das Schulsystem ist mittelbar da auch beteiligt, in der Jugendberufsagentur ist es direkt beteiligt. Also sie haben da auch eine institutionelle Kooperation, die überhaupt nicht selbstverständlich ist, wenn man das aus der Perspektive anderer Städte betrachtet. Und mein Appell für die Zukunft wäre, das sollten Sie wirklich wertschätzen und diesen Schatz müssen Sie pflegen, auch dann, wenn neue Finanzierungsformen, was auch immer, gefunden werden muss für Jugendaktiv Plus, würde mir einfach wünschen, dass die Institutionen weiter gemeinsam Wege finden für dieses Projekt, genauso wie sie es in jedem Einzelfall auch tun, wenn junge Menschen eine Perspektive brauchen. Dankeschön, Frau Spieker. Herr Diers, was ist Ihr Blick oder Ihre Empfehlung? Ja, ich hab eben gehört, was aus der Sozialbehörde gesagt worden ist. Ich fand, das hörte sich nicht so richtig optimistisch an. Ich kenne das ja so ein bisschen, wie da so gesprochen wird. Und ich habe selber so gesprochen. Was ich aber trotzdem sagen möchte, also ich bin ganz froh, dass wir die Strukturen der Jugendberufsagentur inzwischen sozusagen als ein Regelsystem haben. Ja, das ist ja sozusagen eine Basis für alles mögliche andere, was sich auch aus diesem Kontext sozusagen weiterentwickeln kann. Und ich stehe da ja auch sozusagen für die Jugendhilfe und wir versuchen stetig sozusagen unsere Position da auch zu stärken. Und ich glaube, vielleicht ist das auch ein Hinweis, wir haben in Lübeck nicht sowas wie hier Jugendaktiv, aber wir haben eine relativ große Abteilung innerhalb der Jugendberufsagentur, die aus der Jugendhilfe kommt. Und wir können da Dinge tun, die vielleicht eher sonst so hier verortet würden. Und ich glaube, dass man da vielleicht auch gucken muss, wie man da sozusagen stärker aufsetzt. So, und insgesamt sind wir auch ganz froh, dass wir die Schulen bei uns in Lübeck als integrativen Bestandteil der Jugendberufsagentur auch verstehen. Und auch wenn das immer wieder schwierig ist, da reinzukommen, aber das ist ein Feld, in dem wir uns definitiv bewegen müssen. So, und insgesamt, wenn hier sozusagen einerseits so eine Erfolgsstory ja dargestellt wird, alle finden das richtig gut, was hier läuft und über die Jahre. Und trotzdem ist, finde ich, ist doch jetzt ein Wermutstropfen zu spüren. Ja, danke auch, den nochmal beim Namen zu nennen. Das sozusagen, es sind verschiedene Dinge und Aspekte im Raum. Was ist Ihre Perspektive, Herr Gotzköhler-Lüdemann? Was würden Sie empfehlen? Ja, die institutionelle Zusammenarbeit, Frau Spieker hat das erwähnt, weiterzuentwickeln. Die Welt wird digitaler, auch die Jugendberufsagentur sollte digitaler werden, aus meiner Sicht, kann auch digitaler werden, auch in der Vernetzung. Denn wir haben ja in der Pandemie gerade gesehen, wie schwierig das ist. Also das, was wir Fallbesprechungen oder Fallkonferenzen nennen, das war schier unmöglich. Wir haben jetzt gute Kooperation. Ich glaube, ein gutes Niveau erreicht, aber ich weiß, wie viel Energie, wie viel Zeit das immer gekostet hat, dass alle Partner die gleiche Information, also den gleichen Blick auf die jungen Menschen haben. Und da ist sozusagen ein Instrument oder ein Tool im Landeanflug YouConnect, wo auch möglich ist, eben auch digital sozusagen gemeinsame Fallarbeit zu tun. Und ich weiß, dass das auch in Hamburg bewegt wird. Und ich hoffe, dass eben wir alle sozusagen als Institution
im Austausch dann eben auch die, ja, es gibt Licht und Schatten die Digitalisierung, aber sozusagen da, wo Licht ist, das auch ja, für die Idee Jugendberufsagentur auch nutzt. Herzlichen Dank an Sie alle hier auf dem Podium, dass Sie sich dafür bereit gefunden haben. Ich nehme mit Touchpoint statt Schnittstelle und den Mut, freudige Grenzgänger und Grenzgängerinnen zu sein. Das wünsche ich Ihnen allen und ich sage hier Danke und darf Sie von der Bühne verabschieden, denn hier werden jetzt die Stühle und die Tische und alles von der Bühne geräumt. Genau, ein Applaus für unsere Podiumsteilnehmenden. Herzlichen Dank.